Hier kommt Werbung. Werbung sagt Ihnen in der Regel, was Sie tun sollen. Nicht so diese Werbung. Sie müssen uns nicht lesen, aber Sie könnten es freiwillig tun. Denn wir berichten unparteilich, seriös, aber immer investigativ. An 183 Stellen in Bad Hersfeld. Kostenlos. Hoch wie Kathedralen waren einige von ihnen. Türme und Kuppeln ragten aus dem Häusermeer der Städte empor. Die meisten Synagogen fielen in der Geschichte immer wieder Pogromen zum Opfer. Alexander Detmar, auf Architekturmalerei spezialisierter Künstler, stellt Synagogen dar, die in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört wurden. Die monumentalen Bauwerke waren einstmals markante Wegpunkte in vielen Städten. In seinen Ölgemälden baut der Künstler die Gebäude wieder auf. Dabei will er nicht, dass die Gebäude neu und unbefleckt daherkommen. Vielmehr geht es ihm trotz Abstraktion um eine Authentizität. Warme Erdtöne dominieren auf den Bildern und lassen die Gebäude in einer formaler beabsichtigten Wucht wirken. Und wir freuen uns, dass mit dieser Ausstellung ein weiteres Stück jüdischer Geschichte in unserem Kreisgebiet auch bekannt wird, wenn auch von einer anderen Seite. Aber genau das, was Sie sagten, Frau Zumwinkel, Nachdenklichkeit ist angesagt, Erinnern ist angesagt. Und so wünschen wir dieser Ausstellung zahlreiche Besucher und einen guten Erfolg. Ich bin ja vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, mit einer Ausstellung schon einmal hier gewesen. Mit Bildern, die ich vor allen Dingen draußen gemalt habe. Von Plenärmalerei, also in Hersfeld, Bilder aus Amsterdam, Bilder, die ich in Gassen gemalt habe. Und das war eigentlich, wenn ich rückblickend sehe, für das, was ich denn jetzt gemacht habe, so etwas wie eine Lehrstunde. Sie müssen sich das vorstellen, ich bin ein Draußenmaler gewesen. Es gab damals ein wunderschönes Bild hier, kamen drei Maler nach draußen, drei Anstreicher und knieten. Ich habe da gekniet auf dem Boden. Weil ich habe das immer als Schönstes empfunden, ohne viel Aufwand draußen zu malen und sich so vorstellen, ich habe auf Knien gemalt, tatsächlich. So, ich habe das auch heute mit einem kleinen Format gehen nach draußen. Dann ist man da, dann spürt man eine Gegend, man hat den Geruch, man hat alles das, was zu einer Straße, was zu einer Situation dazugehört. Und so habe ich Orte aufgesucht, die ich verstehen wollte, konnte, die ich mochte und habe draußen vor Ort gemalt. Und so habe ich das 1994 im klirrenden Frost, wie ich mich erinnere, in Güstrow. Das ist so eine Stadt, die vielleicht nicht jedem vertraut ist, durch Barlach, 30 Kilometer südlich von Rostock und mit wunderschöner norddeutscher Backsteingotik. Ich habe ihren Dom gemalt, die Pfarrkirche, die Gassen und hatte über die Kirche mein Atelier, in dem ich dann eben auch drinnen gearbeitet habe, beides gemacht habe und habe mich mit dem Pfarrer ab und zu unterhalten. Der hat mir dann abends erzählt mal, wir hatten auch mal eine große Synagoge in Güstrow. Das hat mich jetzt interessiert. Habe ich mir nachgefragt, wo das war, Krönchenhagen, und bin den nächsten Morgen dahin gegangen, wo die Synagoge stand. Und habe gesucht. Was habe ich gesehen? Autos, Parkplatz, unbefestigter Parkplatz, kein Schild. Da waren noch die Reste von dem Kantorhaus zu sehen, die Umrahmungen. Und da bin ich mit diesem Eindruck zornig in mein Atelier gegangen und habe gesagt, passt mal auf, ich habe euch den wunderschönen Dom gemalt, ich habe euch die Pfarrkirche gemalt, die Gassen, habe das ganze Paradies des Nordens genannt und ihr macht noch nicht mal einen Gedenkstein, wo die Synagoge stand. Ich male euch die Synagoge genauso groß, wie ich den Dom gemalt habe. Das war 1994 und das war die erste zerstörte Synagoge, die ich gemalt habe. Dann bin ich auf meinen Reisen weiterhin auch Synagogen begegnet, die es noch gab, die ich dann auch eingebunden habe in meine Arbeit und habe dann
Und dann nehme ich sie wieder frecherweise mit auf die Reise. 2006 habe ich mich, ich war in Hannover und ich habe mich mit damals mit der Synagoge von Hannover, die besonders typisch und besonders prägnant ist für deutsche Geistesgeschichte, deswegen, weil man schon von der Architektur her auch heute das noch nachempfinden kann, dort in der Kahlenberger Vorstadt, also direkt Zentrum ist das, standen einträchtig beieinander die katholische Kirche, in der Mitte die Synagoge und rechts die evangelische Kirche. Heute steht da noch die katholische Kirche, da steht die evangelische Kirche und die Synagoge steht eben nicht mehr da, die eben 1938 auch zerstört wurde. Und ich habe damals mir von dieser sogar ein Triptychon angelegt mit drei verschiedenen. Eines hängt jetzt hier und an dieser Synagoge kann man so viel deutlich machen. Sie ist einmal, es gibt ja im Synagogenbau nicht jüdische Architekten und jüdische Architekten. Das hat es ganz normal gegeben. Es gab den Stadtarchitekten, der es gebaut hat. Also das war völlig normal angesiedelt. In diesem Falle Ed Oppler, sogar eine ganz bekannte jüdische Familie, Kunstfamilie. Er ein bekannter Architekt, der viele Dinge auch anderes gebaut hat, hat diese Synagoge gebaut. Und um das zu verdeutlichen, was eigentlich 38 passiert ist. Es hat ja begonnen kurz vorher, ein paar Monate vorher in Kaiserslautern. Da hat man die Synagoge zerstört, man hat geguckt, was passiert, wo sind die Bürger, wo sind die Pastoren, wo sind die Stadträte, wo sind die Bürgermeister, die aufstehen und sagen, wir sind ein christliches Land, wir dürfen das doch nicht. Nichts ist passiert, gar nichts. Das war ein paar Monate vorher. Und dann, 38, natürlich generalstabsmäßig vorbereitet von diesen Herren, hat man also zum Beispiel, wenn wir jetzt Hannover nehmen, die Ausstellung ist, und das war sicher für mich der bewegendste Moment, da wo so viele, die noch haben fliehen können, in die USA fliehen konnten, in New York im Leo Baeck Institut gewesen. Und der Präsident des Leo Baeck Instituts hat diese Ausstellung in New York eröffnet. Ismar Schorsch, ich kann Ihnen empfehlen, es gibt dieses Buch Painting to Remember, da ist seine Rede original drin. Er hat eine brillante Rede freigehalten. Er hat von seinem, er hat drei Gliederungen, die erzähle ich jetzt nicht, die können Sie nachlesen, aber jetzt zu dieser Synagoge. Er ist der Sohn des zweiten Rabbiners von Hannover. Und man hat also den Vater von Ismar Schorsch, 38, in der Pogromnacht nach Buchenwald gebracht. Das ist eine ganze Ecke von Hannover entfernt. Man hat ihn nach Buchenwald gebracht und dann hat man ihm den nächsten Morgen gesagt, du, wir haben deine Synagoge zerstört. Man konnte sich also Schorsch Vorstellung, ich bin ein deutscher Jude, mit den Verzahnungen. Wir müssen an Heinrich Heine denken, an Max Liebermann, den Maler. Die Kette ist ja unendlich. Giacomo Meyerbeer, den Komponisten. Und. Die Verzahnung ist einfach untrennbar. Untrennbar. Und dann hat man dem Schorsch gesagt, ja, die ist kaputt, die gibt's nicht mehr. Das hat er nicht geglaubt. Da haben die Nazis ihn genommen, von Buchenwald, haben ihn ins Auto gepackt, haben ihn nach Hannover gefahren und gesagt, guck mal, weg. Und haben wieder zurückgefahren. Ist nur so ein Detail. Und Schorsch selber erzählt, auf der, das ist auch noch, das ist auch in der Rede, aber da wird ein Waisenhaus nach einem Vorfahren benannt, Esslingen, er kommt Jahre später, ist heute immer wieder in Deutschland, kommt Jahre später und da wird das, ist eine kleine Ausstellung der Stadt und er sagt, da ist ihm alles deutlich geworden. Da läuft ein kleiner Film, wie die, der ist dann am nächsten Tag aufgenommen worden, wie die Leute so Familienausflug zur kaputten Synagoge machen. Mit Kind und Kegel gucken sich das an. Gucken sich das an. Sagt, da hat er so viel begriffen. Und um dann noch einen jetzt draufzusetzen, und ich finde das so unendlich wichtig, und gerade in heutiger Zeit, dieser unvorstellbare Antisemitismus. Wenn ich jetzt nur benenne, jetzt die Direktorin des Leo Baeck Instituts, Carol Kahn-Strauss, sie ficht seit Jahren dafür, dass alle Besitze des Leo Baeck, alles was sie über Einstein haben und, alles, was Deutschjudentum auszeichnet gewesen ist, dass das alles wieder zurückkommt nach Deutschland. Nicht, dass das alles wieder zurückkommt nach Deutschland, um eben auch den neuen Juden eine Identität mit auf den Weg zu geben. Und das ist ja das, was man berichten kann. Dieses unendliche jetzt zugehen, nicht nachtragen mit den Menschen, die sich damit beschäftigen. Und das ist ja immer wieder in neuen Erlebnissen, die man hat. Ich nehme Sie noch mit auf ein weiteres Bild, weil das passt eigentlich. Entschuldigung, nein, das ist hinter. Entschuldigung, wenn Sie sich mit Bildern beschäftigen. Und ich wollte diesen einen Gedanken gerade noch sagen, als ich Güstrow gemalt habe und dann nach vielen Jahren
dieses Triptychon von Hannover, da hatte ich damals so eine Vorstellung, und die ist eigentlich in diesem Haus sehr schön auch wahrzunehmen. Ich hatte damals die Vorstellung und habe gedacht, Mensch, also ich habe dann ein viertes Bild gemalt von der Südlichen und habe mehrere Bilder gehabt. Und dann habe ich bei mir zu Hause 7 Bilder gehabt. Und ich habe die mir ringsum hingestellt und habe die mir angeguckt. Und da habe ich mir gedacht, Alexander, überlege mal, wenn du jetzt als Maler etwas machen würdest, was für eine Fotodokumentation und so weiter viel schwieriger ist. Du malst mit den Farben, die du draußen vor Ort gefunden hast. Du malst mit deinen Erfahrungen über Alterungsprozesse von Häusern und. Alles das, was dir in dieser Plenärmalerei zugewachsen ist, an Chancen, an Möglichkeiten, das setzt du jetzt ein und schaffst, ich habe einfach einen schönen großen Raum gedacht, und zeigst etwas als Maler von dieser Vielgestaltigkeit, von dieser Verwurzeltheit, von diesem Vertrauen. Denn wenn man jetzt Hannover nimmt und diese anderen Städte, was sind denn dann diese Synagogen an den großen Plätzen? Es sind doch Symbole des Vertrauens. Wir Deutschen, wenn sich Juden heute in der Welt unterhalten, was sprechen sie? Jiddisch, das ist Deutsch. Sie unterhalten sich auf Deutsch. Wir haben den vielgestaltigsten Synagogenbau der Welt gehabt. Und ich habe gedacht, wenn ich als Maler ein bisschen was von diesem Verwurzeltsein wiedergeben kann, dass man eine Vorstellung hat, man hat in einem Raum, die man in diesem Raum tatsächlich sehr schön gewinnen kann, dann ist das ein wichtiges Ziel. Daraus sind dann viel mehr geworden, als ich mir das vorstellen konnte, weil das natürlich etwas ist, was einen gefangen nimmt. Weil man eben, und das möchte damit möglich enden, eben auch zu Schicksalen kommt. Man hat da nicht nur die Steine, sondern man hat dann auch die Menschen, an die man sich erinnert. Und unter diesem Hintergrund ist ja dieser dumpfbrodelnde, selbst im Bürgertum aufbrodelnde, widerwärtige Antisemitismus unvorstellbar. Unvorstellbar. Wenn ich nur jetzt hier denke, an Dessau habe ich damals gelesen von Judith Kohn-Oppenheimer. Was hat die Frau gemacht? Die hat die Hälfte ihres Vermögens dem Stadtsäckel gegeben und die andere Hälfte des Vermögens für den Bau der Synagoge. Das muss man sich mal vorstellen. Und darum meine ich, wenn man das jetzt hat, ist es eben vor allen Dingen ein Erinnern an die Menschen auf ewige Zeiten. Und diese Erinnerung, die kann man nie irgendwann zukippen, beerdigen und sagen, jetzt reicht's. Das darf nie sein. Danke. Temperamentvolle und lebhafte Künstler hätten, dann könnte ich mich darauf beschränken, nur noch zu sagen, guten Morgen, meine Damen und Herren, hier steht der Künstler. Vielen herzlichen Dank.